Hey, auch ich habe die Demo zu Kirby and the Forgotten Land gespielt und dachte einfach mal, dass wir so ein bisschen darüber reden können, weil die Demo mir definitiv mehr Bock auf das finale Spiel gemacht hat, aber ich auch zeitgleich so ein paar Sorgen jetzt vielleicht habe dementsprechend. Ne? Also es ist das erste wirklich 3D Kirby. Ich meine, es gab schon vorher genügend Kirby-Teile, die in 3D waren, auch bei den Plattformern, ne? Zum Beispiel das letzte, was wir Star Allies hieß das, glaube ich, was wir auf der Switch bekommen haben, aber das waren immer mehr 2,5D Titel, ne? Also es lief stets auf einer 2D-Ebene ab, von links nach rechts, die man eben geht, ne? Sei es jetzt in dem Star Allies oder eben auch in dem, ich glaube, das war schon eine Art Dreamland oder Return to Dreamland auf der Wii oder die beiden 3DS-Spiele, Triple Deluxe und Robobot, die ziemlich cool waren, und selbst schon auf dem N64, das in The Crystal Stars, das war ja auch schon 3D und hatte auch so bewegende Elemente mit dabei, als würde man jetzt irgendwie so ein Klonoa oder Pandemonium irgendwie spielen. Aber ja, im Prinzip blieb man eben mit Kirby trotzdem die ganze Zeit auf der zweidimensionalen Ebene. Und deswegen den Vibe, den ich jetzt auch bei Kirby and the Forgotten Land bekomme, ist das eines N64-Spiels. Ne? Weil wie viele auch Nintendo-Serien hatten oder eben vor allem Plattformer, die gemessen an der Hardware sowieso immer zweidimensional waren vorher und dann in der fünften Konsolengeneration das erste Mal jetzt in 3D, also in auch in der dritten Dimension, wie man sich eben bewegt, dann zu sehen waren. Und da gab es gerade auf dem N64 so einige Plattformer, die das dann versucht haben. Ich glaube, das am ehesten, woran es mich erinnert, ist sowas an wie Bomberman Hero, bei dem man versucht hat, einen 3D-Plattformer da draus zu machen. Und das ist ein positiver Vibe. Das ist definitiv ein positiver Vibe. Aber zeitgleich wirkt Kirby and the Forgotten Land, oder ich sage jetzt einfach nur Kirby die ganze Zeit, weil keine Lust, das immer zu erwähnen, wirkt es dann doch sehr reduziert. Also es ist, ich finde, es sieht hervorragend aus für ein Switch-Spiel. Es ist eines der wenigen, die ich auch auf meinem 4K-Fernseher jetzt spielen konnte und die da nicht nach Grütze aussahen bei der Skalierung auf den Bildschirm. Die komplette Farbpalette ist hervorragend. Ich meine, das Art-Design der Spiele ist sowieso immer sehr stark. Die ganzen Animationen. Ich liebe die Musik, die im Hintergrund läuft. Aber es ist doch sehr wenig, was jetzt die spielerischen Aspekte angeht. Und das, ich meine, das war bei Kirby immer schon ein Teil davon. Und das war auch erst, dann wurde sehr interessant, wenn man es auf die höheren Schwierigkeitsgrade gestellt hat und dann auch Challenge Runs gemacht hat, beziehungsweise solche, bei denen man versucht hat, 100% zu finden. Und das scheint auch hier wieder der Teil zu sein, der mir am meisten Spaß macht. Ne? Die Demo hatte jetzt schon zwei Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Ich habe den höheren davon genommen. Habe jetzt ehrlich gesagt nicht gemerkt, dass das ein höherer Schwierigkeitsgrad war, weil die paar Male, die ich getroffen wurde, habe ich so wenig von meiner Lebensleiste verloren und kurz danach auch eine Möglichkeit gefunden, sie direkt wieder aufzufüllen, dass ich hoffe, dass das finale Spiel noch einen Modus hat, der das Ganze etwas weiter hochschraubt. Ich meine, Star Allies hatte das auch, dass man da den Schwierigkeitsgrad extrem hochschrauben konnte, sogar, also teilweise auch so weit, dass ich es dann gerade für ein Kirby-Spiel auch ein bisschen übertrieben finde, aber sehen wir mal, was der letztendliche Release haben wird, aber das was finde ich, und ich meine, das habe ich in vielen 3D-Plattformer-Spielen, ist eben die Erkundung davon, die 100% zu holen, alle optionalen Dinge zu finden und zu entdecken und im Level-Design zu gucken, oh, wo könnte hier noch irgendwie auf eine coole, interessante Art und Weise irgendwas versteckt sein, wo kann ich vielleicht noch irgendwie durchbrettern, wo kann ich eine Fähigkeit nutzen, um noch hinzukommen, wo ist hier irgendwie durch die Perspektive etwas versteckt und ich kann durch so einen geheimen Durchgang durchlaufen, um eine rote Münze zu bekommen, weil wir jetzt scheinbar irgendwie Sonic kopieren in den Collectibles, die wir einsetzen. Aber trotzdem ist es eben sehr stark limitiert gewesen. Ne? Und das ist jetzt eben auch so, es waren die ersten Level, ne? Man hat jetzt zwei Level gespielt plus einen Boss. Und klar, das ist dann dementsprechend einfach und es war auch spaßig durchzuspielen. Aber ich hoffe, dass das letztendliche Spiel in dem Aspekt noch etwas interessanter wird. Und zumindest von den Kirby-Spielen, die ich kenne, wenn es daran angelegt ist, dann wird das auch hoffentlich der Fall sein. Vor allem, dass ich hoffe, dass es mit den Mechaniken dann interessante Dinge tut. Ne? Weil Kirby the Forgotten, also Kirby, genau wie die anderen Titel eben auch, man kann die Fähigkeiten bestimmter Gegner einsaugen und dann für sich selber benutzen. Das ganze Spiel hat jetzt sogar noch abgegradete Varianten, die sie in der Demo so gezeigt haben, wenn man die Demo durchgespielt hat, dann hat man die abgegradeten Waffen freigeschaltet für die vorigen Level. Im Spiel muss man die wohl
über Münzen oder sonst was dann aufrüsten. Aber das Spiel hat einem auch, das fand ich ganz gut, das Spiel hat einem sogar die Möglichkeit gegeben, hey, willst du mit den aufgerüsteten Waffen spielen oder, also Fähigkeiten, oder mit den normalen? Weil es gibt immer Gründe, warum man die Standardversion vielleicht präferieren würde. Also finde ich es gut, wenn das Spiel einem auch die Möglichkeit gibt, das dann zu machen. Ne? Und das war dann in dem Fall, was ich sehr cool fand, war zum Beispiel die Weiterentwicklung von der Bombe. Dass man in der normalen Fähigkeit wirft man einfach nur eine Bombe, die dann so Kirby auf dem Boden entlang rollt oder aus der Luft auf einen Gegner wirft, als wäre es so ein Volleyball. Und in der geupgradeten Version, wo die Bomben aussehen, als wären sie irgendwelche Metroids, dass sie sich dann auf dem Boden auch verbinden können. Also dass man da so 5, 6 Bomben, wenn die nah genug beieinander sind, dann verbunden werden, sodass sie eine noch größere Explosion erzeugen zeitgleich. Und das ist sehr cooler Scheiß zu sehen, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das Spiel dann darauf festfährt, dann wirklich nur zwei oder so zwei Stufen zu haben. Also entweder das feste Upgrade, ja oder nein. Ich gehe davon aus, so wie es präsentiert. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn man da noch was weiteres rausholen könnte. Das Wichtige ist jetzt nur, wie das dann in den einzelnen Leveln eingesetzt wird, weil viele der Rätsel waren sehr situativ. Also es hat mich eher an die Lego-Spiele erinnert, wo, oh okay, um das Item zu kommen, brauche ich jetzt den Ground-Pound-Angriff von der Pylone, damit ich dann hier in den Boden reingehen kann. Oh nein, um jetzt hier durchzukommen, brauche ich das Auto oder diese Fähigkeit. Und es war weniger, verschiedene Fähigkeiten können, ich kann mir selber etwas überlegen, ne, basierend, okay, das ist die Herausforderung mit den Fähigkeiten, die ich jetzt habe, die in meiner Nähe sind. Wie könnte ich, auf welche Art und Weise könnte ich das vielleicht überwinden? Und das Spiel hatte zumindest jetzt in den Demo-Leveln eine Antwort immer da drauf, die ich dann raussuchen musste und benutze. Und ich weiß, Leute, das ist fast schon ein fucking Meme, dass ich das irgendwie sage, aber das hat Balan Wonderworld besser gemacht teilweise. Also zumindest die guten versteckten Gegenstände davon oder Herausforderungen waren solche, die man auf mehrere Arten und Weisen lösen konnte. Teilweise sogar solche, die nicht mal vom Spiel vorgesehen schienen. Und die schlimmsten Areale von Balan Wonderworld waren eben solche, bei denen man nur ganz bestimmte, ganz spezifische Fähigkeiten einsetzen musste, um an das Ziel zu kommen. Bei Kirby scheint es zumindest so der Fall zu sein, dass immer etwas in der Nähe war. Wenn das später ist, wie es in den vorigen Teilen ist, dann muss man auch bestimmte Fähigkeiten eine längere Zeit bei sich tragen. Teilweise in den alten Spielen war es auch so, dass man das im Vorfeld wissen musste. So, okay, wie weit weg muss ich eine Fähigkeit mitnehmen im Level, um später an ein bestimmtes Item irgendwie dran zu kommen? Weiß ich jetzt nicht, ob das in so einer, in der levelbasierten Struktur, in die man in alle Stages separat auch so wieder reingehen kann, dass das dann noch weiterhin so benutzt wird. Aber ich fände es auf jeden Fall cool, wenn es Möglichkeiten gäbe, sich so zu überlegen, ah, okay, die Fähigkeit könnte das und das machen und das und das. Und dann kann ich mir, ich will nicht sagen, so den Spielstil selber zusammensuchen, aber es gäbe multiple Lösungswege für die verschiedenen Aufgaben. Das wär definitiv etwas Cooles. Ich glaube auch nicht, dass das Spiel, wie gesagt, großartig anspruchsvoll wird. Ich hatte auch das Gefühl, dass gerade in der Demo die Bomben, schon die normale Bombenattacke für Angriffe vollkommen overpowered war. Also, dass wenn ich die Auswahl hatte jetzt zwischen dem Schwert und den Bumerangs und den Bomben, dann habe ich natürlich die Bomben genommen. Vor allem, weil ich die einfach so spammen konnte, weil die die größte AOE-Attacke waren und weil sie auch noch ordentlich reingezwiebelt haben. Also, dass sie dann die ganzen Gegner mit einem Schlag schon getötet haben, während zum Beispiel diese Bumeränge irgendwie mehrere Angriffe benötigten, um das Ganze dann zu absolvieren. Was das Spiel ja neu macht und hinzufügt, ist, statt jetzt zum Beispiel wie Crystal, ne, wie ist es noch, Crystal, bla bla bla, auf dem N64, dass man da ja Fähigkeiten miteinander kombinieren konnte, was ziemlich cool war. Und übrigens konnte man sich auch da schon in den Kühlschrank verwandeln, in dem Titel. Ist es jetzt hier das Gimmick, und das wissen wir ja von Nintendo-Spielen, die müssen immer ihr separates Gimmick haben, sonst kommt irgendwie kein neuer Teil raus, dass Kirby verschiedene Objekte Vor-mäßig aufnehmen kann, dass er sich so um sie rumstülpt, sei es jetzt eben das Auto oder ein Getränkeautomat oder so eine Pylone, in die man, einen Kirby nimmt dann eben die Form und die Eigenschaft davon an, dass mit dem Auto dann rumfahren kann dann auch damit dann trotzdem noch springen, mit dem Getränkeautomat kann man einfach so Dosen auf die Gegner werfen und später
kann man ihn so positionieren, dass es auch noch als Platforming-Element genutzt werden kann, um irgendwo höher dran zu kommen. Und die Sachen sind natürlich, die sind so schön verspielt. Und auch wenn man jetzt die Trailer sieht, dann merkt man schon, dass es da sehr, sehr viele von geben wird. Und ich glaube, ein positiver Aspekt davon ist es eben, dann überrascht zu werden, okay, was könnte es jetzt sein? Und sich permanent zu überlegen, wenn man irgendwelche Objekte in der Umgebung sieht, könnte das etwas sein, was ich benutzen kann? Kann sich da, wie wird das dann aussehen? Wie wird die Animation sein? Wie wird die Fähigkeit sein? Wie wird sie im Level dann eingesetzt? Spielerisch davon war alles sehr banal. Ich glaube, das Coolste war tatsächlich noch das Auto, weil man damit auch so rumdriften konnte. Aber letztendlich war es dann trotzdem auch nur ein Dash, mit dem man durch Gegner durchgehen kann. Und das einzig wirklich zum Freischalten war es, dass man durch die bestimmte Mauern fahren konnte, so um dadurch zu brettern. Deswegen bin ich mal da sehr gespannt, wie das Spiel damit umgeht. Ich habe das Gefühl, dass es gimmicky ausfallen wird, was ich jetzt nicht allzu schlecht finde für den ersten Durchgang, weil man dann konstant permanent überrascht wird und so, okay, was ist das, was ist das, was ist das? Ich habe da nur die Befürchtung, dass es für weitere Durchgänge oder wenn man dann die 100% holen will, um nochmal in die Stages dann reingeht, dass es sich dann doch vielleicht etwas repetitiv anfühlt oder dass dieser erste Wow-Faktor und das neue Entdecken und cool, was ist das denn? Und oh, in was kann ich mich verwandeln? Und Kirby, nein, hör auf, den kompletten Kindergarten jetzt zu essen, nein. So, dass diese ganzen Momente irgendwie wegfallen und so, okay, ich weiß, was jetzt kommen wird und es ist nichts mehr Besonderes. Aber das wird sich dann erst beim letztendlichen Release zeigen. Ich muss auch leider sagen, dass der Boss, den sie gewählt haben, die Animation wäre hervorragend. Also generell alles, ne? Wie die ganzen Charaktere animiert sind, hervorragend, das Telegrafieren. Und bei dem Boss hatte ich aber so das Gefühl, ich konnte vorher bestimmte Fähigkeiten auswählen, sondern war auch vor dem Boss war die Möglichkeit, die Eisfähigkeit zu kriegen, mit denen ich dann so auf dem Boden entlang sliden und einen so einen Eisatem raushauen kann, der Gegnern Schaden macht. Die Verwandlung davon ist übrigens ziemlich cool, dass man mit diesem Eisatem dann Schneemänner baut und dann diese, wenn man gegen die Schneemänner läuft, die dann in dem rechten, also in dem Winkel, in dem man auf sie zugelaufen ist, dann weiter losschlittern und dort, wo sie gegenprallen, dann wie eine Art, also keine richtige Explosion, aber so den Schaden, als würden sie eine Explosion verursachen, dann dort ausüben. Und das fand ich ziemlich cool, aber ja, ich habe dann diese Fähigkeit gewählt, weil ich so, oh, das ist neu, probiere ich das mal aus, dann war der Boss dahinter und es war fucking useless, weil so nah an den dran zu kommen, vollkommen irrelevant. Und auch mit den anderen Fähigkeiten habe ich wahrscheinlich gedacht, nein, diese Sterne, die man bekommt, das war ja früher bei den Bossen eben auch schon so, selbst bei Kirby im Dreamland auf dem Gameboy, dass man da bei vielen Bossen dann drauf achten musste, oh, du musstest den Attacken ausweichen, hat der Boss eine bestimmte Attacke gemacht und dann kamen so Sterne daraus, als wären es so Effekte, so Schmerzeffekte, die konnte man einsaugen und dann auf den Boss werfen, um damit zu attackieren. Und dieser Affe hat irgendwie nach jeder Bewegung oder nach jeden zweiter Bewegung, die sie gemacht hat, 600 Sterne fallen gelassen, dass ich dann teilweise zwei auf einmal einsaugen konnte oder schnell so zwei, drei hintereinander, bevor die nächste Phase losging. Und das war für mich die einfachste Art und Weise, den Boss zu bekämpfen und die flexibelste. Und dann habe ich auch sofort das Kostüm abgelegt und mir gedacht, warum sollte ich irgendwie normal suchen zu kämpfen? Weil ich kann, wenn man diese Sterne eben benutzen will, du kannst, wenn du eine Fähigkeit hast, nachdem du sie eben eingesaugt hast, kannst du nichts weiteres danach mehr einsaugen, sondern eben auf der Taste wird die Fähigkeit ausgeführt und man muss erst die Fähigkeit weglassen. Das heißt, um dem Boss eigentlich am meisten Schaden zu machen, muss man diese Sterne aufsammeln und auf ihn werfen. Wenn man das machen will, muss man aber das Kostüm weglassen. So, es ist halt schade, weil dann könntest du trotzdem, ne, wie zum Beispiel das Eisding ist praktisch, um Bossangriffen besser auszuweichen, weil man eben so auf dem Boden entlang skatet überall. Aber dann zwischen den Phasen, wenn ich jetzt gerade angegriffen werde und nicht angreifen kann, das Kostüm rauszuspucken und wieder anzuziehen, was wahrscheinlich sowieso Katastrophe geben würde mit den ganzen, ne, diesen Sternen, die der Boss dann eben fallen lässt, mit dem ich ihn zurückschlagen kann. Da hoffe ich, dass die späteren Bosse noch ein bisschen interessanter werden. Das Design von dem war hervorragend, wie gesagt, der Level sah super aus und ich glaube, das wird auch ein richtig gutes Wohlfühlspiel. So, Kirby in the Forgotten Land wird ein richtig gutes Wohlfühlspiel und bei der Demo hat sich auch gezeigt, so, ja, es gibt bei der Technik, könnt ihr, glaube ich, lieber zu Christian gehen, Samp auf dem Kanal, der hatte ein Technikvideo dazu gemacht, eben auch zu sehen, dass das Spiel an sich konstant in 30 läuft. Es gibt so ein paar kurze Kameraschwenks, wo es auch mal irgendwie gefühlt auf 60 hochgeht, was der Trailer auch gezeigt hat, aber dass man dann
beispielsweise hinter Bäumen die Framerate irgendwie so auf eine konstante 20 dann irgendwie runterbricht, dass das Spiel wahrscheinlich irgendwie so sagt, ne, wir versuchen 30 anzupeilen und sobald du auf 29 Frames runtergehst, also sobald das dann irgendwie gebrochen wird, das Spiel sofort auf die 20 eben dann fällt. Und das wird auch garantiert im fertigen Spiel dann so sein. Ist nichts, was mich persönlich großartig stört. Wäre cooler, wenn das ganze Ding natürlich in 60 laufen würde, aber es ist ein Switch-Spiel und das ist mir da wesentlich wichtig, weil Kirby ist auch nicht der Hardcore-Plattformer, für den man die krassesten Reflexe braucht, sondern es ist eigentlich mehr trotzdem so eine chillige Erfahrung mit sehr viel Erkundung und dann am Ende wird's crazy und die Kirby-Lore ist abgefuckt und am Ende werden wir wahrscheinlich auch wieder in die Forgotten Land gegen irgendeinen Weltraum-Super-Gott-Boss antreten und es wird vollkommen übertrieben sein und ich habe jetzt schon Bock drauf, aber ja. Kirby in der Forgotten Land, die Demo auf der Switch, kann man sich immer noch ansehen. Das sind zwei Level und ein Boss, kann ich sehr empfehlen. Super cool. Mir hat es definitiv Ich hatte so schon Lust auf das fertige Spiel jetzt Ende des Monats, aber diese Demo hat mir noch mal mehr Lust drauf gemacht, vor allem, weil ich das jetzt besser einschätzen kann. Also ich habe zwar meine Sorgen, die habe ich eben auch so geäußert, aber ich glaube, selbst wenn sie eintreffen sollten, werde ich in diesem einen und dann wahrscheinlich einzigen Durchgang trotzdem meinen Spaß haben, weil ich jetzt weiß, worauf ich mich einlasse und ungefähr auch mir vorstellen kann, wie das letztendliche Projekt ist. Und das sollte doch der Fall, das sollte doch die Aufgabe einer guten Demo sein. Aber ja, das soll es gewesen sein mit dem kurzen Einblick zu der Kirby-Demo. Schreibt mir gerne auch was ihr davon der Demo haltet oder falls es einen Aspekt von der Demo gibt, den ihr besonders wichtig fand, den ich jetzt vergessen habe, dann kann ich vielleicht auch nochmal in den Kommentaren darauf eingehen. Wie gesagt, es kann immer passieren, dass ich irgend sowas vergesse. Und falls ich die Möglichkeit finde, das Spiel zu kaufen, und mit Möglichkeit meinte ich die monetäre Kapazität, Fähigkeit, das dann zu besorgen, dann würde ich auch hier für den Zweitkanal eine Review gerne machen. Also für den Hauptkanal ist es, weiß ich nicht, ob sich da ein Kirby-Titel lohnt und da gibt es genügend andere Sachen, die ich jetzt skriptmäßig irgendwie bearbeite. Aber für den Zweitkanal so ein Off-the-Cuff-Ding wie hier, das würde ich, glaube ich, schon gerne machen und dann würde ich das nicht auf Patreon rausbringen. Da gibt es genügend andere Sachen. Und das heißt, wenn ihr die sehen wollt und ihr wollt meine Arbeit unterstützen und ihr wollt es vor allem möglich machen, dass ich so Spiele wie Kirby in the Forgotten Land jetzt und in Zukunft kaufen kann, um eben auch für euch darüber zu sprechen und Videos darüber zu machen, dann geht doch am besten auf patreon.com/speckobst. Gebt mir da ein bisschen Geld, um die Arbeit wertzuschätzen und ihr kriegt einen Haufen, und ich meine wirklich einen Haufen an Inhalten. Der Backkatalog an Videos ist jetzt mittlerweile schon über 300 und es kommen auch jeden Monat noch weitere Videos raus. Das heißt, wenn ihr denkt, hier auf dem Zweitkanal kommt schon viel raus, oh boy, wenn ihr das nochmal auf den Patreon oben drauf rechnet, dann kommt ihr fast gar nicht mehr hinterher. Aber ihr solltet trotzdem, selbst wenn ihr hinterherkommt, weil es lohnt sich, und es ist wert, meine Arbeit zu unterstützen. Aber viel wichtiger ist noch, dass ihr einen schönen Tag habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und bis dann. Bye, bye.